Schönen guten Tag, Leute, und herzlich willkommen zu diesem Video. In der heutigen Review geht es mal wieder um ein Lifestyle-SUV, dieses Mal aus dem Hause Hyundai, und zwar den neuen Hyundai Kona. Wer das POV-Test-Drive-Video noch nicht gesehen hat, dann schaut vorbei, den Link findet ihr in der Videobeschreibung. Den Hyundai Kona, den ich euch vorstellen werde, ist der 1 Liter TGDI mit 120 PS und hat ein maximales Drehmoment von 172 Newtonmeter. Von 0 auf 100 vergehen 12 Sekunden, bei 181 km/h ist Schluss. Basispreis für den Hyundai Kona mit der Trendausstattung liegt bei 20.300 Euro. Wem 120 PS noch zu wenig ist, dann gibt es noch den 1.6 TGDI mit 177 PS. Aktuell gibt es zwei Benzinmotoren für den Hyundai Kona, im kommenden Jahr wird Hyundai den Kona auch als Diesel anbieten. Die Leistungsstufe mit 177 PS ist mit einem 7-Gang Doppelkupplungsgetriebe erhältlich und hat Allradantrieb. Die Leistungsstufe mit 120 PS, den ich für euch habe, ist frontangetrieben und hat einen 6-Gang Schaltgetriebe. Für den Hyundai Kona gibt es 5 verschiedene Ausstattungslinien, einmal Pure, Select, Trend, Style und die höchste Ausstattungslinie wäre dann Premium. Den Hyundai Kona gibt es in 10 verschiedenen Farben. Wer es jedoch kontrastreicher mag, der kann ab der Ausstattung Style jede beliebige Farbe mit einem schwarzen Dach kombinieren. Es gibt 2 Schwarztöne zur Auswahl. Die Farbe von dem Testfahrzeug ist in Tangerine Comet Metallic. Am Anfang bereits erwähnt, hat dieser Hyundai Kona die Ausstattungslinie Trend. Es enthält zum Beispiel verchromte Türgriffe im Innenraum, eine Rückfahrkamera, Sitz- und Lenkradheizung und einen Lederschaltknauf. Und serienmäßig wäre ein 7 Zoll Farbtouchscreen verbaut. Jedoch enthält dieses Fahrzeug das Navigationspaket und haben somit einen 8 Zoll Farbtouchscreen. Optisch macht der Hyundai Kona einen bulligen Eindruck. Das besondere Merkmal an diesem Fahrzeug ist die 4 Scheinwerferoptik. Oben haben wir den scharf designten LED-Tagscheinwerfer und unten hätte man serienmäßig zu Trend die Halogenscheinwerfer. Doch stattdessen wurde an diesem Fahrzeug die LED-Scheinwerfer verbaut, dank des Voll-LED-Pakets. Zusätzlich zum Voll-LED-Paket enthält dieses Fahrzeug ein statisches Abbiegelicht und einen Fernlichtassistenten. Das Voll-LED-Paket kostet bei der Trend 900 Euro Aufpreis. Bei der Style- und Premium-Ausstattung ist der Kühlergrillrand verchromt. An diesem Fahrzeug wurden die 17 Zoll Leichtmetallfelgen verbaut. Normal wäre bei der Trend die 16 Zoll Leichtmetallfelgen montiert. Bei der Ausstattungslinie Pure und Select wären die 16 Zoll Stahlfelgenserie. Bei der Style und Premium erhält man die 18 Zoll Leichtmetallfelgen serienmäßig. Das Kofferraumvolumen beträgt 361 Liter, bei umgeklappter Rückbank bis zu 1143 Liter. Und unter der Abdeckung gibt es einen Extrafach. Wenn man das Fahrzeug mal tanken muss, dann lässt sich der Tankdeckel über diesen Hebel öffnen. Dann kommen wir mal zu dem Innenraum. Das Cockpit vom Hyundai Kona ist aufgeräumt und übersichtlich eingerichtet. Wer es jedoch farbenfroher mag, der kann für 1400 Euro Aufpreis bei der Style-Ausstattung die Sitzpakete Rot, Orange und Lime dazu bestellen. Und je nach Sitzpaket hat man die Dekoreinlagen und die Kontrastnähte am Lenkrad und an der Sitzpolsterung in der gewünschten Farbe. Das Infotainment-System im Hyundai Kona ist einfach zu bedienen, man kommt schnell damit zurecht.
Und wie bereits erwähnt, enthält dieses Fahrzeug das Navigationspaket. Dieses Paket beinhaltet neben Navi und das 8 Zoll Touchdisplay die Live Services. Damit könnt ihr in Echtzeit die aktuelle Verkehrslage abrufen oder das Wetter. Mit dem Live POI wird auch das nächste Parkhaus oder Restaurant angezeigt. Um den Service jedoch nutzen zu können, muss das Navigationssystem mit einem WLAN-Hotspot verbunden sein. Das Apple CarPlay und das Android Auto ist auch im Paket enthalten. Damit könnt ihr euren Smartphone mit dem Fahrzeug verbinden und die Apps vom Display aus steuern. Und mit dem Google Assistenten könnt ihr per Sprachsteuerung eine WhatsApp-Nachricht verschicken oder eine SMS. Okay Google, bitte WhatsApp an Marius. Mit Marius chatten gern. Wie lautet die Nachricht? Yo Marius, was geht? Das hier ist eine Testnachricht, bitte nicht wundern. Deine WhatsApp-Nachricht an Marius lautet: Jo Marius, was geht? Das hier ist eine Testnachricht, bitte nicht wundern. Möchtest du sie senden oder ändern? Bitte senden. Nachricht wird gesendet. Per Knopfdruck könnt ihr die erhaltenen WhatsApp-Nachrichten vorlesen lassen oder drückt die vorgespeicherte Antwort: Ich bin am Steuer. In diesem Fahrzeug wurde das Krell Soundsystem verbaut und ist auch im Navigationspaket enthalten. Das heißt, in diesem Fahrzeug wurden 8 Lautsprecher verbaut inklusive Subwoofer und einen Verstärker anstatt 6 Lautsprecher in der Serie. Die Klangqualität von dieser Anlage hat mir persönlich gut gefallen. Hier habe ich nochmal für euch kurz das Navigationspaket zusammengefasst. Das Ganze kostet 850 Euro Aufpreis. Hinten im Hyundai Kona ist es geräumig und es lässt sich bequem sitzen und ich persönlich habe genug Beinfreiheit wie auch Kopffreiheit. Vorne ist es auch geräumig und in diesen Sitzen ist es komfortabel. Allgemein fährt es sich angenehm im Hyundai Kona dank der hohen Sitzposition und der Spurhalteassistent trägt zum Fahrkomfort bei. Das Fahrwerk dämpft die Bodenwellen und jede Unebenheit gut weg. Und es ist gut gedämmt hier im Innenraum, man hört kaum die Außengeräusche. Der kräftige 1 Liter Dreizylinder leistet mit seinen 120 PS genug Vortrieb für den Alltag. Die Lenkung im Fahrzeug ist präzise und man hatte ein gutes Handling vor allem in den Kurven. Und dabei lag der Hyundai Kona gut auf der Straße. Man hatte nicht das Gefühl gehabt, dass mir das Fahrzeug seitlich wegbricht. So, dann kommen wir mal zu meinem Fazit. Also für mich ist der Hyundai Kona ein Lifestyle-SUV, denn optisch präsentiert es sich bullig und kantig. Es gibt viele Möglichkeiten, das Fahrzeug individuell zu gestalten, vor allem bei der Style, wobei die Trend eine lange Serienausstattung nachweist. Mit welcher Farbkombination und Ausstattung würdet ihr den Hyundai Kona nehmen? Schreibt mir das in den Kommentaren. So, das war's mal wieder mit dem Video. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst einen dicken blauen Daumen hoch da, checkt meine sozialen Netzwerke, die Links findet ihr in der Videobeschreibung, hinterlasst einen Abo da, das würde mich persönlich herzlich freuen. Und an dieser Stelle wollte ich mich noch herzlich für 300 Abonnenten bedanken. Vielen Dank für euren Support und ich wünsche euch noch allen einen guten Rutsch ins neue Jahr und wir sehen uns dann im neuen Jahr dann wieder. Haut rein!